So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, mal wieder ein Magazin, was ich ab und zu mal unboxe. Das Glubschi-Magazin Nummer 11 mit einer kuschelige Hasentasche. Passend zu Ostern. Also, das ist das Glubschi-Magazin Nummer 11 für 5 Euro. Sieht auch richtig süß aus. Und das schauen wir uns natürlich gleich mal an. Und vorab, Entschuldigung wegen die ganzen Versprecher, aber ich hatte gerade meine Medikamente eingenommen. Das dazu. So, aber jetzt kommen wir dazu. Es gibt Poster. Aber wie gesagt, wir schauen jetzt mal in das Magazin Nummer 11 drin rein. Ach ja, übrigens. Bei die Vierer-Packs von Kinderüberraschung, das Video, was ich gemacht habe, da gab es einen Code. Ich habe eins gewonnen. Werde ich demnächst auf meinen Instagram-Kanal zeigen, welches. Vielleicht mache ich auch ein Video davon. Ah, hier habt ihr was zum Ausmalen. Merchandising. Ah, dann kommt eine Comicbeilage, die richtig bunt und witzig wahrscheinlich ist. Merchandising. Merging. Rätsel, basteln, Raging, Spaß. Ein Poster. Zwei Seiten. Oh, Fuchs und Katze. Und hier, da sind verschiedene. Der Elefant ist süß. Oder das Ei zu Ostern. Ja, wie gesagt, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal angeboxt. Ein paar davon habe ich auch angeboxt. Das Glubschi-Magazin. Ihr kennt das ja von mir. Ab und zu boxe ich es an. Ah, Basteltipp. Eierbecher. Rätselspaß, was zum Malen. Merchandising. Sehr viel Merchandising lastig. Rätsel. Backrezept. Milchreis. Ah, lecker. Ist das schon die nächste Ausgabe? Sechste Ausgabe. Ach, sechs Ausgaben. Nee, das bestellen. Was zum Malen. Und da ist das nächste. Oh, guck mal. Das sieht doch aus wie so ein Tiger oder Tiger, Löwen, Baby mit ganz vielen Herzen. Süß. Boxe ich vielleicht auch an. Aber nichtsdestotrotz, das war das Glubschi-Magazin Nummer 11. Und jetzt kommen wir natürlich zu die kuschelige Tasche, die dabei ist. Na. So, jetzt muss ich sagen, weich ist sie. Hier habt ihr was zum Aufhängen oder an euren Gürtel zu machen. Als kleines Portemonnaie kann man es nehmen oder vielleicht für zu Hause was aufzubewahren. Stabil ist es auch. Sieht auf jeden Fall süß und witzig aus. Jetzt zu Ostern vielleicht zwei Eier reintun oder ein Schokoladenei oder ein Schokoladenhase und verschenken. Da, ja, sieht richtig süß aus. Muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mal wieder ein seltenes Magazin, was ich immer so unboxe, mal wieder präsentieren, weil ich fand das richtig süß. Jetzt zu Ostern passt das natürlich mit den Hasenoptik. Ich werde natürlich irgendetwas von den Glubschis unter dem Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare über dieses Magazin. Ob ihr es vielleicht auch habt oder nicht. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Und Entschuldigung wegen die Versprecher.